Ja, let's go. Ja. Let's fucking go! Moin Leute, willkommen beim coolsten Test-Channel für Gaming Booster bei den Pulver Boys. Ja. Auch von mir, guten Abend. So, heute, also, hier. Level Up. Digital Camo. Digital Camo, relativ neu. Ich weiß nicht, wann es genau veröffentlicht wurde. Ich glaube, war es schon 2021? Ja, es war 2021. Ich glaube, vor einem Monat oder so ungefähr. Ja, genau. Das ist ja bei Level Up leider ein bisschen unübersichtlich, wie viele Sorten die immer raushauen. Und ja, bei den Streamern und YouTubern war extrem beliebt. Absolut übertrieben OP. Ja. Absolut über OP. Absolut geil. Diese Digital Camo. Und ich habe schon getrunken und ich habe, also wir warten ab, ja, bis wir zum Geschmack sind. Für mich ist noch eine Blind-Verkostung. Ja, super. Ich habe nur gute Sachen gehört. Also wir haben bisher von allen Partnern und Streamern gehört, dass das wohl mega geil sein, ja, soll. Wir sind gespannt, ob das die Sorte hält, was sie verspricht. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, soll es ja nach weißen Himbeeren, ne? Ja, weiße Himbeere. Sonst schaue ich noch mal nach. Recherche bei dem zweiten Telefon. Digital Camo, wonach soll es schmecken? Wir haben einmal geguckt auf der offiziellen Seite. Dort ist eine beliebteste Geschmacksrichtung in aller Zeiten, kämpft sich durchs Netzwerk seines Wegs zurück. So, und zwar elektrisiert deine Geschmacksnerven und tauche in ein Tech-Geschmacksexplosion von Digital Camo. Lass dich inspirieren von den Aromen und erlebe fruchtig-süßen Fantasy-Geschmack. Gut, das sagt mir relativ wenig. Also ich meine mich zu erinnern, die Streamer haben es beworben mit weißen Gummibärchen. Da soll es ähnlich schmecken. Ja, Bin ich mal gespannt. Wäre ich jetzt sonst nicht so auf die Idee gekommen, das in, zu trinken, weiße Gummibärchen. Ja, aber also, lass mich gerne auch positiv überraschen. Ne? Ja, laut den Kollegen ist das Baba. Ja, Baba. Baba-mäßig. Baba-mäßig. Ja. Machen wir den Aal mal auf hier, ne? Ja, machen wir den Aal auf. Erstmal riechen, anschauen. Ne? Ui, so. Ist noch voll. Ist aber schon. Gut, jetzt so im entfernten Sinne eigentlich aber nicht. Also diese weißen Gummibärchen. Ja, Mann, ich zeig mal, es ist eine Sorte, die bei mir noch relativ voll ist. Und er ist eigentlich süchtig nach gelben Boostern. Also riecht erstmal gut, ne? Ja, ist in Ordnung, ne? Also ich finde der Geruch, also wenn du es aufmachst und einatmest, das riecht erstmal lecker. Und denkst du so, oh, vielleicht einen schlechten Tag, weiß ich. Ja, darf ich mal shaken? Ja, du darfst shaken, klar. Auch diesmal im Original Level Up Shaker. Letztes Mal hatten wir ja das Problem, dass wir außerdem den falschen Essen genommen haben. So, schön einen Löffel drauf. So, zack, wird's hübsch. Boah, ist aber. Flockt ein bisschen. Ja. Flockt leicht. Kann natürlich auch daran sein, dass da Feuchtigkeit schon mal irgendwie reingekommen ist durch mich, aber. Ich würde sagen, so optisch nicht ganz so ansprechend. Optisch, ihr könnt es ja, ich kann es ja mal hier hinhalten. Optisch. Für meinen persönlichen Geschmack natürlich, ne? Also optisch halt weiß, ne? Warte, ja, ich mach mal kurz Luft raus. Ich sehe jetzt auch kein Glitzern, kein Special Effekt, es ist einfach hell. Ist ja erstmal nichts Schlimmes. Ich glaube, so hat sich ganz gut aufgelöst, ne? Optisch zumindest. Oh ja, so ein, zwei Dinge ist, aber das ist alles noch vertretbar. So, dann. Let's go. Let's go. Ich kenne es ja schon, ich nehme ja auch gleich ein Glas. Guck mal. Pina Colada. Ja, so sieht es wirklich aus. Ich hatte noch eine andere Assoziation. So oder so ein aus Asien, Sweaty Pea heißt das oder so, ein ganz komischer Name. So sieht das aus wie so ein isotonischer Drink. Isotonisch. So, und jetzt riecht noch mal dran, wenn es so drin. Ja, es riecht schon nach. Ich finde, dann riecht es schon mal ein bisschen anders mit, ja, Wasser als, ja, als jetzt mit, aus der Dose. Ja, es riecht schon nach, finde ich, nach Gummibärchen. Prost. Aber gut geschmeckt. Köstlich. Also sowas habe ich auf jeden Fall auch schon mal irgendwo getrunken. Aber ich weiß nicht was. Also habe ich auf jeden Fall auch schon mal in anderer flüssiger Form zu mir genommen. Ah, jetzt so im Nachabgang, ne? Aber ich habe jetzt noch Schlimmeres erwartet. Aber ganz so schlimm finde ich jetzt gar nicht, wie du erzählt hast. Oh, rein die Ananas. Aber wo habe ich das denn schon mal getrunken? Das ist weiße Gummibärchen sind Ananas. Oder? Schmeckt für mich okay. Ich find's grässlich. Also, das war eine der wenigen, ich habe mir richtig schön Humpen gemacht, oder ne, wie man es kennt, oder. Oh, ich da mehr von als einen Schluck trinke, ne? Da wird mir ganz anders. Also, ich mag es einfach nicht.
Ja, muss auch zugeben, sag mal so, aus den kleinen Glas ist jetzt okay. Aber sie jetzt so einen 07-Shaker reinzuhauen. Nein, absolut nicht. Um jetzt richtig zu performen in den Online-Multiplayer-Spielen. Ja. Weiß ich nicht, aber ja, ist. Ich finde, nach dem dritten, vierten Mal, das hat eine ganz komische Süße. Ja, schmeckt natürlich sehr, sehr künstlich. Solche Sorten wie Galaxy und so, die sind auch sehr süß. Aber da passt das. Ich finde hier, das ist zu süß. Dann dieser undefinierbare Geschmack, der auch nicht erklärt wird auf der Seite, dass man sich wenigstens dann im Kopf irgendwas was denken könnte. Ja, das finde ich auch ein bisschen unpassend, sag ich mal, oder nicht so gut gelöst von Level Up. Würden Sie vielleicht etwas genauer die Sorten beschreiben? Einfach draufschreiben. Aber hier nochmal draufschreiben. Ja, das wäre auch praktisch. So Digital Karma. Ach, warte, da steht's doch. Geschmack weiße Himbeere. Ich hab's doch, deswegen, ich hab's irgendwo gelesen. Also, Geschmack weiße Himbeere. Und wenn das weiße Himbeeren sind, weiß ich nicht. Also, ich würde dann keine weiße Himbeeren essen. Nee. Ja, man sagt so, ich würde jetzt eher Unterdurchschnitt. Unterdurchschnitt. Also, ich hatte hohe Erwartungen, weil alle das so abgefeiert haben. Und bei der Sorte wie Nuklear war das ja auch so. Deswegen bin ich da von einer besseren Basis ausgegangen. Aber je mehr ich davon, so mehr also ich davon trinke, Schluck für Schluck, umso schlimmer wird es. Ja, ja. Dass ich dann irgendwann denke, so, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht. Ich hab auch und ich mag auch einfach, das ist auch natürlich eine persönliche Präferenz, aber weiß nicht, wie das halt aussieht. Weiß ich nicht, sonst trinke ich einfach nicht gerne. So optisch. Ich finde einfach, das sieht aus wie sehr flüssiges Ejakulat. Böse gesagt, ja. Es ist ja auch nur, es gibt ganz viele, glaube ich, die das sehr lecker finden. Ja. Aber ich persönlich finde es wirklich nicht lecker, nicht schön. Aber ich würde es mir auch nicht bestellen. Nee, habe ich jetzt einfach bestellt. Ich denke, das verschenke ich unserem Kumpel oder so. Ja. Damit wäre das für mich abgehakt. Das war auch einer der Sorten, die ich dann weggeschüttet habe. Ich liebe ganz viele Sorten von denen, aber das ist wirklich, also für mich, ja, hat man halt manchmal, ne? Das schmeckt manchmal nicht. Du, wir haben noch andere Sachen. Ja. Freut euch auf die anderen Videos, die noch kommen. Ja, da kommen noch einige. Ich würde sagen, kommen auch langsam zum Ende. Ja, wenn euch trotzdem das Video gefallen hat. Genau, wenn euch unsere ehrliche Meinung gefallen hat und ihr nicht mehr verpassen wollt, ist, also was wir noch für Sorten probieren und testen. Daumen, Glocke, Abo. Nee, welche Dings? Kommentar. Kommentar, Daumen nach oben, Glocke aktivieren. Nee, erst abonnieren und dann Glocke, ne? Ja, also es ist ja wirklich, es wird ja immer anders. Wunderbar, dann bis zum nächsten Mal und ja, dann macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dann. Go!